endlich angekommen auf Rügen. Kaum hat man die Insel erreicht, begrüßt einen dieser super neue Rastplatz an der B96N. Hier kann man an- und innehalten. 4,5 Stunden waren wir jetzt am Stück unterwegs. Das macht mal eine Pause. Ne? So wie sich das gehört. Vernünftig auf dem Rastplatz. Ist natürlich sehr schlecht hier. Es ist schon furchtbar, ja. Nanu, was gibt's denn hier zu Rügen? Das Kind muss mal pullen. Ach so. Das Kind stellt sich jetzt hier hin und pieselt. Anders geht's ja nun mal nicht. Nee, geht nun mal nicht. Tja, shit happens. Zwar gibt es ein kleines Problemchen, aber... Keine Toiletten, kein nichts, kein gar nichts, ne? Musst du alles dabei haben oder du gehst in eine Büsche, die hier auch noch nicht mal sind. Also dieser Rastplatz ist das allerletzte hier. Da wäre es einfach sich schon mal ganz angebracht, eine Toilette irgendwo zu haben. Auf Rügen kann man die Alltagsgeschäfte eben einfach mal vergessen. Bei 2,6 Millionen Euro Baukosten waren Toiletten einfach nicht drin. Das hier hat 2,6 Millionen Euro gekostet? Okay, hätte ich billiger gemacht. Nein, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel Geld für ein bisschen Asphalt. Na, na, na. Den Parkplatz hat die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH so sorgfältig geplant wie ihren Namen. Die Parkplätze und deren Ausstattung wurden entsprechend den verbindlichen Vorgaben umgesetzt. Und verbindliche Vorgaben sind nun mal kein Pipi-Kram. Außerdem kann man hier einen Haufen Urlaubserinnerungen sammeln. Der eine sieht sich vor, der andere nicht. Ne? Der hinterlässt das für den nächsten richtig scheiße, auf Deutsch gesagt. Na dann noch gute Reise. Und damit ist auch Rotterdam komplett überschwemmt, während in der Lüneburger Heide der 7. aktive Vulkan entdeckt wurde. Aber hey. Auch positive Nachrichten im Jahr 2031. Extra 3 läuft weiterhin in der ARD-Mediathek, moderiert von ihrem Kaistian Ehring. Denn es gibt keine Menschen mehr, aber die ARD-Mediathek überdauert jede Apokalypse.